Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Und heute sind wir in Coin Utopia, was man hier oben so ganz, ganz leicht sehen kann. Und dieses Spiel wurde erstellt von Cookie Lego Guns. Und ja, wir gucken uns einfach mal an, wie das Ganze aussieht. Wir drücken auf Play und ja, wir sind da. Help brauchen wir, glaube ich, jetzt gerade nicht. Wir müssen nur mal schauen, was wir hier machen können. Ich denke mal, wir gehen mal eben ins Tutorial rein. Hello, this tutorial shows you the basics about the game. Speedcoin make you faster, you can buy them in the shop. Do the jump and run to finish the tutorial. Okay, also ich denke mal, wir müssen uns immer irgendwie eine Münze sammeln. Nee, 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 das machen wir noch nicht. Aber ich glaube, es ist so, dass wir eine Münze sammeln müssen. Das glaube ich schon eher. You need 5 points to enter. Okay, also wir müssen hier irgendwie Points sammeln. So habe ich es jetzt richtig verstanden. Und wir müssen halt so ein kleines Jump'n'Run machen. Was aber, denke ich mal, jetzt nicht so schwer ist. Also auch perfekt für Handys. Für Handys, ja moin. Für Handyspieler gemacht. Upsa, da bin ich gerade ein bisschen. So, so und so. Damit hätten wir schon mal 3 Punkte. Finde ich sehr nice umgesetzt. Also mir gefällt das Prinzip dahinter, dass man Punkte sammeln muss. Und nochmal 2 Punkte. Jetzt haben wir 5 Punkte. Jetzt könnten wir theoretisch in das Village rein. Ja, da hätten wir 3 Punkte gebraucht. Gold Run. Okay, aber Gold. Hä? Ach, hier kriege ich 3 Punkte. Ah, okay. Hier kriege ich 3 Punkte und da kriege ich 5 Punkte. Ah. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut vom Design her. Weil das ist mal irgendwie was Neues und habe ich kaum irgendwo mal gesehen gehabt. Deswegen gefällt mir das so sehr. Bin mal gespannt, was wir hier machen können. Door is the Teleporter. Okay. So, jetzt haben wir 3 Punkte bekommen. Das Problem ist aber, ich könnte doch auch einfach hier, so gesagt, die Punkte farmen, oder nicht? Warte, jetzt gucken wir mal hin. Wir machen mal eben ganz kurz den Hard-Bereich hier vorne. Da gab es 15 Punkte für. Wundert mich gerade ein bisschen, weil das ist ja sehr einfach eigentlich gehalten bis dato. Wir holen, denke ich mal, nochmal 5 Punkte. Damit hätten wir jetzt 20 Punkte zusammen. Wir würden hier im Desert dann 4 Punkte bekommen. Wir gucken auch natürlich mal da rein. Weil man kann ja eigentlich. Achso, da können wir zurück. Okay. Weil dann können wir ja eigentlich direkt am Spawn die ganzen Punkte sammeln die ganze Zeit. Wir müssen ja dann eigentlich hier keine Punkte mehr holen. Ich finde das Spielprinzip sehr, sehr cool. Muss ich ja sagen. Aber das Ding ist, lohnt es sich, hier dann die kleinen Level zu machen? Ich glaube eher weniger. Ich würde vielleicht machen, dass man dann, weiß ich nicht, hier in der Village vielleicht 10 Punkte bekommt. Dann bekommt man hier 15 bis 20 Punkte. Hier dann auch wieder ein bisschen mehr und hier genau dasselbe. Also, dass man halt wirklich mehr Punkte bekommt. So, easy die 50 Punkte geholt und jetzt gucken wir mal hier in die Area rein. Gold Run. Ich bin mal gespannt, was wir da machen können. Okay, das sind also hier schon mal die Goldflaschen. Das ist ja vollkommen easy. Ich hätte vielleicht nichts sagen sollen. Aber es müsste hier einen Bereich geben, wo man wieder hochkommt. Also heißt hier zum Beispiel so eine Leiter oder sowas. Weil jetzt habe ich hier nicht mehr die Möglichkeit rauszukommen. Oder ein Killpart hier unten hin. Oder ein Teleportpart. Das würde auch noch was bringen. Können wir uns hier irgendwie resetten? Oh, wir können hier auf Nacht und Tag stellen. Okay. Ich resette. So, ich kann nicht mal meinen Charakter resetten. Das ist natürlich, also, das ist schlau gemacht, Kappa. Also, das heißt, ich muss jetzt ganz kurz aus dem Spiel raus. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder drin. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt nochmal hier reingehen, dass wir nicht nochmal rausfliegen, sag ich schon, runterfliegen. Das ist nämlich ganz wichtig, weil das Problem ist immer bei mir, ich versuche immer sowas ganz schnell irgendwie zu machen, aber schnell ist nicht immer gut.
Da gucke ich mal lieber hier, welche sich allein. Oh nee, haben die einen Killblock? Och nee. Ah. Muss nicht unbedingt ein Killblock sein. Es könnte auch sein, dass alle einfach richtig sind und man auf alle laufen kann. Okay. Ich dachte, wenigstens wäre hier ein Förderband drin, aber ist leider auch nicht. Wundert mich. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft, ne? 59? Ja, hatten wir vorher auch. Dann probieren wir natürlich noch die letzte aus. Das ist der Forest. Da müssen wir aber noch ein paar Pünktchen sammeln. Aber das geht, denke ich mal, auch ganz schnell. Ja, ging auch ziemlich schnell, muss ich sagen. Also wir haben die 100 Punkte jetzt zusammen. Und wir versuchen jetzt daraus 106, nee, 110 Punkte zu machen. Genau, weil wir bekommen ja 6 Punkte, wenn wir das hier schaffen. Und ich bin gerade am Überlegen, was wir hier machen müssen. Okay. Also, ach so, da, ach, das sind weiße Felder. Ach Gott, die habe ich gar nicht gesehen. Dachte jetzt gerade so. Hier sind die Scheiben, aber wo müssen wir genau hin? Das hat mich gerade ein bisschen irritiert, aber es geht. Sehr gut. Dann hier den Mount Everest besteigen. Und wir sind da. Ja, 110 Punkte, wie ich gesagt habe. Eine wirklich sehr, 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 sehr schöne Obby, Parcours, wie auch immer, also Parcoursspiel oder Obby. Finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr gut gelungen. Ich finde es ein bisschen schade, muss ich sagen, dass man hier die Punkte eigentlich ganz easy farmen kann. Also jetzt im Hard-Bereich kann ich schneller farmen, als wenn ich jetzt hier in den Forest reingehe. Und da muss ich wirklich sagen, dass ich es besser finden würde, wenn man hier wirklich mehr Punkte bekommt oder allgemein nur ein einziges Mal hier durch so ein Parcours gehen kann. Und dann muss man zum Beispiel hier durch Gold Run oder durch das Village die Punkte noch sammeln, die restlichen, oder dann hier durch. Und dass man halt mehr Punkte bekommt und man auch mehr Punkte braucht für die späteren Ebenen. Zum Beispiel, dass man hier anstatt 100 Punkte 1000 Punkte zum Beispiel braucht. Dass man aber hier aus diesem Bereich jetzt, sagen wir es jetzt einfach mal, 30 Punkte bekommt und nicht mehr 3. Hier kriegt man halt 50 Punkte anstatt 5 und so weiter und so fort. Und ich würde allgemein auch hier oben die Coil, also die Speed Coil, ein bisschen kleiner setzen vom Preis her. Aber guck mal, man kann hier noch einiges kaufen. Das sind die Punkte, die man dann ausgeben kann. Aha. Ich nehme jetzt einfach mal zum Beispiel die Fire Speed Coil. So, jetzt haben wir das Problem, wir kriegen das Fenster nicht mehr weg. Ah, doch, da. Und jetzt haben wir eine Fire Speed Coil. Okay. Sollen wir damit noch einmal kommen? Wir gehen noch einmal in den Gold. Ach so, ich brauche ja 50. Eieiei. Okay, wir probieren es mal hier aus. So, so, so. Oh Gott, das war ein bisschen zu schnell. Aber es geht. Es geht. Theoretisch, wenn man mal so einen Speedrun machen möchte, kann man das auch perfekt mit so einer Speed Coil verbinden. Und dann vielleicht hier an den Portalen an der Seite, so gesagt, so ein Leaderboard hinmachen mit, wie lange hat die Person gebraucht, wie lange hat die Person gebraucht, fände ich eine sehr geile Idee. Also könnte man mal überlegen. So, wer hat hier am längsten gespielt? Das war Cookie Lego ganz selber. Und dann komme ich hier mit 13 Minuten. 13 Minuten! Mehr mache ich hier gerade gar nicht. Wow. Ja. Aber sehr schön und sehr, sehr gut gelungen. Gefällt mir wirklich sehr gut. Die Person bekommt natürlich gleich auch noch eine Donation von mir. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und würde dann sagen, bis demnächst, euer Xerox. Ciao, ciao.